Wie schrecklich dieser Angriff der Türkei auf Afrin war, sieht man, glaube ich, gut daran, wenn man vergleicht, was vorher da war und was jetzt dort war. Also vorher war das eben einer der lebenswerten oder vielleicht der lebenswerteste Ort in dem Syrien, des syrischen Bürgerkriegs. Es gab viele Millionen Menschen, die dorthin geflüchtet sind. Es ist eine fruchtbare Gegend mit viel Landwirtschaft. Die Menschen können sich dort selbst versorgen, also sie haben genug zu essen. Es war sehr sicher, es war die ganze Zeit über vom Krieg verschont geblieben. Die Demokratische Föderation war dort sehr stark. Afrin war einer der Kantone Nordsyriens, die sehr stark dabei waren, diese Revolution in der Zivilgesellschaft voranzubringen. Es gab starke Frauenstrukturen, starke Rätestrukturen, eine gute Selbstverwaltung. Also Afrin war vielleicht zusammen mit dem Shizire-Kanton so Vorreiter auch der Revolution. Ja, also was dort zivilgesellschaftlich passiert ist, war wirklich beeindruckend. Und auch, man sieht es auch an dem militärischen Widerstand der Menschen vor Ort, dass dort die Revolution wirklich sehr weit war. Und jetzt unter türkischer und quasi türkischer Besatzung ist es natürlich alles vor die Hunde gegangen. Also es gibt kaum irgendwie richtige Kontrolle. Es gibt die dschihadistischen Milizen sind zwar Verbündete der Türkei, aber auch untereinander verfeindet. Es gibt irgendwie im Kurdischen, abfällig sagt man, das sind Çete, das heißt Gangster. Also es sind einfach Gangsterbanden, die willkürlich morden, plündern, alle möglichen Verbrechen an der Menschlichkeit dort begehen. Es gibt immer wieder Videomaterial, was aus Afrin auftaucht und was das belegt. Also schreckliche Situationen.